Der Finanzminister hat mal wieder zugeschlagen, denn ab dem 01.01.2020 werden Optionsgeschäfte mal wieder anders versteuert. Und worauf ihr jetzt unbedingt achten müsst und am besten das sofort umsetzt, erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Bleibt also unbedingt dran, denn wenn es um Steuern geht, dann müssen wir alle mal aufpassen. So, also was ist passiert? Wir haben bei Optionen eine Situation, die diejenigen von euch, die schon länger hier dabei sind, bereits kennen. Denn es wird wieder etwas neu eingeführt ab 01.01.2020, dass Optionen wieder anders versteuert werden. Und zwar will ich euch das an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Und zwar folgendermaßen. Es geht hauptsächlich darum, wenn man Optionen gekauft hat. Okay, es geht also um gekaufte Optionen und wer einen Spread macht, den betrifft es ja sehr, sehr häufig. Also, fangen wir an. Mal angenommen, du hast hier eine Option verkauft. Sagen wir mal, das war ein Put. Und für diesen Put hast du $500 eingenommen. Ne? Wer jetzt fragt, hey, für welchen Put kriegst du $500? Naja, beispielsweise im Rohstoffbereich, ne? Also wer Future-Optionen handelt, da reden wir ja sehr häufig über Put-Optionen und Call-Optionen, die mal so $300, $400, $500 kosten. Ne? Das ist ja vor allen Dingen für diejenigen interessant, die ein bisschen größere Konten haben. Aber das Prinzip gilt jetzt genauso für kleinere Beiträge. So, und weil du jetzt sagst, hey, mir ist das Risiko zu groß, dass der Preis hier unten durchknallt, kaufst du dir eine Absicherung und du kaufst dir jetzt beispielsweise hier unten, also hier hast du Minus und hier hast du jetzt Plus, nochmal einen Put dazu und der kostet $100. So. Das heißt also, insgesamt hast du eine Prämieneinnahme von $400. So, du hast $400 eingenommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir sagen, okay, der komplette Spread verfällt wertlos. Okay, du lässt den einfach durchlaufen bis zum Ende der Laufzeit, die Optionen verfallen wertlos, alles ist gut, alles ist schön. Wie sieht dann deine Erfolgsrechnung gegenüber dem Finanzamt aus? Die sieht dann folgendermaßen aus. Die sagen dir, auf der einen Seite hast du, und das ist der Stand 2019, hast du hier $500 Gewinn gemacht, weil diese verkaufte Option, die $500 hast du ja bekommen, ne, die sind wertlos verfallen, das heißt, du hast die kompletten $500 behalten, $500 Gewinn und diese $100 hast du allerdings verausgabt, weil du hast ja diese Option bezahlt und auch wenn sie wertlos verfallen ist, dann gilt das als Verlust. Das heißt, du hast hier tatsächlich diese $400 bekommen und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben momentan Abgeltungssteuer 25%, wir lassen jetzt mal dieses ganze Gedöns mit Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer und so weiter weg, mit Kirchensteuer sind es ja dann schon 28%, ne? Aber wir sagen mal 25%, deswegen habe ich auch die Summe genommen, kann ich leicht rechnen, zahlst du also jetzt 2019 €100 Steuern auf das Ganze. So, soweit, so gut. Jetzt werden sich die Älteren erinnern, also nicht die Älteren, aber die schon länger dabei sind, das war ja nicht immer so. Denn bis vor 2 Jahren ungefähr gab es eine Regelung, dass diese Optionen, wenn man die wertlos verfallen lässt, nicht als Ausgabe gelten. Ne? Sondern du hast zwar dieses Geld bezahlt, aber sie gelten nicht als Ausgabe. Und dann gab es öfters mal so Beschlüsse von Bundesfinanzgerichten und so weiter. Diese Regel wurde dann gestrichen und deswegen haben wir jetzt aktuell diese Regel, wie sie hier gibt. So, jetzt gibt es eine Gesetzesänderung, in der explizit beschrieben ist, dass ab dem 01.01.2020 Optionen, die du gekauft hast, nicht als Verlust gelten, wenn du diese wertlos verfallen lässt. Das heißt, ab 2020 sieht die ganze Rechnung jetzt folgendermaßen aus. Das Finanzamt sagt, du hast hier $500 eingenommen, darauf musst du jetzt 25% zahlen. Das sind jetzt in dem Falle $125. $125. Und weil du diese Option nicht zurückgekauft hast, sondern weil sie wertlos verfallen ist, gilt sie nicht als Verlust. Okay? Das heißt also, obwohl du effektiv
tatsächlich in deinem Konto nur einen Gewinn von $400 erzielt hast, weil die Kohle ist ja weg, sagt das Finanzamt, ist mir egal, du versteuerst trotzdem $500. Und das bedeutet, du hast gegenüber der jetzt, der Ist-Situation eine Steuererhöhung um 25%. So, Finanzamt ist nicht doof. Ne? Also die wissen schon, wie sie es machen. Finanzamt nichts, weil die führen es nur aus, aber der Gesetzgeber. So, und damit du das Ganze, und das gilt ab 01.01.2020, okay? Auch übrigens, wenn du mal eine Option kaufst, ne? Also sagst du, machst mal nur hier das, weil du dich hedgen möchtest. Du kaufst mal nur so eine Option, weil du sagst, hey, ich will einen Hedge haben, ich will eine Versicherung haben. Und jetzt lässt du die wertlos verfallen. Beispielsweise, wer Aktien hat, sagt, hey, ich will über die Earnings mir eine kurze Option kaufen, ne, mit einer Woche Restlaufzeit, nur für den Fall der Fälle und dann passiert nichts und die verfällt dir. Weißt du, was das dann heißt? Dass diese Ausgabe, die du hattest, deinen Gewinn nicht schmälert, sondern so ist, als wäre sie gar nicht da gewesen. Und das erfordert natürlich ein Umdenken bei uns als Optionshändler. Und das ist folgendermaßen. Nummer eins, wenn du solche Spreads handelst, und da schließen wir an das Video von letzter Woche an, handle wirklich Spreads. Lass diese Optionen nicht wertlos verfallen. Okay? Kauf die zwingend zurück. Und wenn du sie für $5 zurückkaufst, ist es vollkommen egal, aber dann hast du $95 Verlust gehabt, die du steuerlich geltend machen kannst. Ansonsten hast du null Verlust, den du steuerlich geltend machen kannst. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du Optionen kaufst, einfach nur, weil du sagst, wie zum Beispiel diesen Hedge, dann achte bitte jetzt immer darauf, dass es dir möglich sein wird, diese Optionen auch zurückzuverkaufen. Okay? So, und das ist nämlich gar nicht so simpel. Da haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen. Weil überleg mal, kurzes Beispiel, irgendeine Aktie, was weiß ich, bringt am Donnerstag ihre Zahlen heraus und du sagst, ah, will ich mich hedgen? Wie mache ich das am billigsten? Ne? Am billigsten machst du das, indem du eine Option kaufst, die am Freitag ausläuft. Weil im Falle des Falles kannst du das Recht ausüben und wenn nichts passiert, hat sich halt nicht viel gekostet. Jetzt passiert Folgendes. Mal angenommen, diese Option kostet dich $100. Okay, so. An dem Donnerstag passiert nichts. Ne? Die Vola kracht in sich zusammen und die Option ist quasi wertlos und die kostet nur noch $5. Jetzt hast du ein Problem, weil, wie schon letzte Woche beschrieben, die kriegst du nicht mehr los. Das heißt, die verfällt wertlos. Und damit hast du jetzt zwar effektiv $100 Ausgaben gehabt, die deinen Verlust schmälern. Also dein Konto ist $100 niedriger, aber du kannst den Verlust nicht geltend machen. Und deswegen hör auf, solche kurzfristigen Sachen jetzt zu machen. Geh lieber ein bisschen länger, kauf dir Optionen, die, wenn nichts passiert, auch wenigstens noch so viel Geld wert sind, dass du sie zurückkaufen kannst. Das heißt, du musst dich anders hedgen. Das wird jetzt keinen Einfluss auf den Börsenhandel per se haben, weil das ja nur Deutschland betrifft, ne? Also unsere deutsche Steuergesetzgebung. Aber für dich ist es eben wichtig, dass du auf solche Dinge achtest. Okay? Und da seht ihr auch mal wieder, wie wichtig es ist, sich neben dem eigentlichen Geschäft mit Optionen, mit Aktien und so weiter, auch immer so ein bisschen mit der steuerlichen Komponente zu beschäftigen. Profis machen das, Amateure eher selten und erleben dann oftmals ihr blaues Wunder, wenn sie dann vielleicht sagen, nehmen wir mal das erste Beispiel, wenn sie dann vielleicht gegenüber ihrem Finanzamt angeben, ich habe $400 verdient. Das Finanzamt versteuert das Ganze, gerade wenn du bei einem ausländischen Broker bist, wird ja die Steuer nicht abgezogen, sondern du musst sie erklären. Und dann hast du mal irgendwann eine Prüfung, das Finanzamt sagt, hey, du hast uns ja bei der Steuer betrogen, weil du hast das ja hier gar nicht gemacht. Ne? Und glaubt mir eins, eure Steuerberater wissen das nicht. Ne? Also von 100 Steuerberatern weiß das einer und ob das ausgerechnet deiner ist, das wage ich zu bezweifeln. Und auch deswegen empfehle ich dir, dich wirklich, wenn du sowas machst, dich umfassend weiterzubilden, wenn dich das Ganze interessiert. Hier unten ist ein Link, optionsstrategien.com/termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir analysieren das Ganze mal mit dir gemeinsam, wo du stehst, was deine Erwartungen sind, ob du zum Beispiel einen guten Steuerberater hast oder ob wir dir da auch in irgendeiner Art und Weise vielleicht weiterhelfen können. Und beachte auf jeden Fall
diese Dinge ab 01.01.2020 gilt das. Am besten setzt du es aber sofort um, um dann auch wirklich da gut reinzukommen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare, die ihr hier immer unter die Videos schreibt. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.